Moschi, Moschi, Leute, weiter geht's mit Diana Sister Twisted Dreams und ich Vollidiot habe tatsächlich einfach die Aufnahme beendet und ja, muss ein bisschen anders umdenken. Ach so, ich sehe, da ist eine fette Eule, die wartet darauf, dass ich sie bespringe. Okay. Ja, also Aurelias Rede läuft noch weiter. Nur Fraps habe ich jetzt aufgeschafft, was eine gute Idee war. Oh oh. Ja. Come on, das ist doch scheiße. Ernsthaft? Ich... Da! Ja, super! Immer dieses... Was mache ich da schon wieder? Und natürlich kann ich nicht mehr... Kann ich nicht mehr dashen, wenn sie im Fall ist. Super! Oh, ich weiß nicht, der Feuerball ist so scheiße zu lenken. Mädchen, lass doch mal diesen Scheiß. Du warst drauf und lässt dich aufspießen. Also so sehe ich auch die rockige Gianna mag. Dieser Feuerball-Dash ist... Ach, jetzt weiß ich, woran mein Fehler ist. Die Knöpfe... Ja, und dass ich den Feuerball vielleicht in die richtige Richtung lenken soll, was ich eigentlich auch mache. Aber er ist nicht für nötig hält. Sag mal, hat die rockige Gianna irgendwelche solche komischen Schuhe an mit glatten Profil oder sowas? Das ist immer doch Profil, oder? Ich hab wieder den Scheißen. Meine Fresse nochmal. Was ist nur mit mir los? Und da hat der Feuerball auf einmal nicht mehr gereicht. Der wirklich der mächtigste Attacke von ihr. Versagt am Arsch einer Eule. Was war das denn für eine Attacke, Mädel? Also Timing-Sache ist wohl nicht gerade eine Stärke, oder? Nee. Okay, ich sehe schon, ich muss richtig nach oben. Okay, jetzt hat's geklappt. Wie mache ich das mit Steinen? Aber jetzt hier muss ich... Na super. Super, ich bin begeistert. Ich weiß auch nicht. Oh. Und warum ich eigentlich den Drill so miteinander verwechsel? Ich war. Ups. Nee, oder? Schon wieder hier unten? Da krieg ich halt mehr Übung. Jedenfalls was Gutes. Und toll, ich voll in dem Arsch deiner Eule. Wirklich, die Eulen sind es wirklich, die Koopa von Mario. Einmal rüber. Man hat nichts Besseres zu tun. Ach ja, und, ja, so kommen wir weiter. Und halt irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir doch irgendwie davor an. Und ich habe natürlich nicht bemerkt, dass das brechende Blöcke sind. Das habe ich natürlich nicht bemerkt. Juhu!
Komm schon, du fettes Vieh. Du bist doch nur eine blöde, fette Olle, die normalerweise nicht fliegen kann. Okay, da könnte ich mich mal fragen, warum da Schildkröte fliegen können, liebe Mario. Ganz einfach. Die Flügel sind größer. Ups, was machen wir da? So. Vielleicht ignoriere ich jetzt einfach diese komischen... Und, nee, warten wir jetzt erstmal. Also ignorieren wir jetzt einfach jetzt mal die roten Juwelen. Ja, so lebenswichtig sind sie auch wieder nicht. Hoffe ich. Und wenn er... Und natürlich habe ich die vergessen. Also ihr wollt echt wissen, was Programmierer... Oh. Okay, okay. So, jetzt müssen wir mal langsam mal weiterkommen. Ich kann doch nicht mal angehen, dass ich immer jedes Mal da... Oh, okay. Oh ja, endlich mal ein Speicherpunkt. Ich riskiere es mal, weil ich ja eh schon so bin. Ich will mal hier was... Oh, Vorsicht! Okay. Menü? Ist hier irgendwas? Nee. Komische Sache. Aha. Ich gucke mir noch das Gebäude im Hintergrund an. Diese Festung. Und ich muss mal ehrlich sagen... Nur in dieser Welt und in dieser. Beide sind irgendwie gruselig. Oh. Oh, wollen wir mal wieder sammeln. Da falle ich auf einmal durch. Super. Vorsicht. Komm, vorsichtig. Oh, das ist ja eine... Ja. Jetzt wird's interessant, Leute. Vorsicht. Okay, da geht nicht kaputt. Wäre ja auch komisch. Wenn ich da auf einmal kaputt gehe, also der Kaugummi-Blase. Ach ja. Es gibt ja so diese neue komische Browser-Spielwerbung. Meine neue Blasenhexe. Die ist ja so geil, weil sie so gut blasen kann. So kommt es mir vor, wenn ich diese bekloppte Werbung höre. Also ich weiß jetzt auch, warum ich so eine Abneigung gegenüber Werbung habe. Also woher das... Yeah. Warum? Da wollte ich nicht doch nicht hin. Da wollte ich noch nicht hin, Leute. Ich wollte erst noch ein paar Kristalle sammeln. Es ist so, so manche Stimmen. Leute. So wie mir dieser Kuriose mit meiner neuen Blasenhexe. Das ist so, als ob jemand mit Fingernägeln an eine Tafel kratzen würde. So fühlt es sich an, wenn da so manche mit ihren komischen Stimmen so ganz komisch quieken und so. Okay. Das war... Wieso fahre ich immer weg? Ich will da nicht wegfahren, Leute. Das ist doch eine gute Idee, wenn ich jetzt hier... Wie soll ich jetzt zurechtschneiden? Das wird... da war ich doch schon. Was mache ich denn? Das wird eine Vorarbeit. Oder allgemein. Es gibt ja... Achso. Noch eine andere Werbung. Also Leute, ich habe ja den Werbeblocker auf YouTube ausgeschaltet. Weil ich will ja meine Kollegen ja
nicht ihr Geld wegnehmen. Nur, ich muss auch sagen, ich hatte wirklich ein Zwiespalt zwischen meiner Sororität und meiner abgrundtiefe Abneigung irgendwo zu kämpfen gehabt. Da war richtig ein Streit, weil ich guck jetzt mal ein LP vom Kunk an, so, und gehe nicht schon wieder in diese Ecke, obwohl ich genau weiß, dass hier nichts ist. Eigentlich kann ich da rüber schwimmen. Entschuldigung. Wieso entschuldige ich mich? Ich wollte... Und... Erstmal darauf kommen, dass es eigentlich... Erstmal darauf kommen, dass das nicht zum Landen ist. Nun, dann müsst ihr euch... Ich hab guck an, sag ja, in 5 Sekunden kann ich hier umschalten. Und was ist das? Eine Petta-Werbung. PETA. Diese komischen... faschistische Vereinigung für Tierrechte. Die aber letztendlich... das nur als Argumente benutzt. Uah, wo kommst du denn her, Arsch? Die eigentlich ja, da kann man mir mal erzählen, was man will. Denen geht es nicht darum, irgendwelche Tierleiden zu beenden, sondern nur ihre verdrehte Ansichten den Leuten aufs Auge zu drücken. Sorry, Leute, so kommt es mir vor, wenn ich mal sehe, was die für Scheiße bauen. Zum Beispiel gesunde Tiere einschläfen. Und da hatten wir tatsächlich eine Werbung gehabt. Ja, Werbung. Hoho, super. Ich wusste gar nicht, dass Werbung so billig ist. Ja. Oh, Leute, da hatte ich echt wirklich mit mir zu kämpfen gehabt. Was soll ich jetzt? Aha, jetzt kommt. Okay. Weil soll ich jetzt die Werbenblocker wieder ausschalten und da meinen Kollegen um ihr Geld betrügen? Oder soll ich anlassen und jedes Mal das Gefühl haben, als ob man mich gegen den Strich streichelt? Ich weiß es nicht, Leute. Und zum Glück gab's da nicht mehr so diese Werbung. Das habe ich nicht einmal gesehen, aber ich hasse. Leute, ich hasse diese Leute. Es gibt da so viele Leute, die ich hasse. Berühmtheiten. Schwarze zum Beispiel kann ich nicht leiden. Ja, danke. Danke, dass du nicht auf mich wartest, Platte. Ja, aber... Na super, ab in die Dornen. Ab in die Spitzen hier. Ups. Ernsthaft, dann kommt das doofe Ding. Naja, das ist doch gleich wieder weg. Sag dich doch. Okay, ich bin bis hierhin gekommen, nur jetzt mich von so einer Platte freuen zu lassen. Ist das euer Ernst? Nein. Und ich reise da vorbei, elegant, weil ich es kann, oh Mann. Nee, das schaffe ich nicht, dann lande ich auch wieder in die Dornen. Das blöde Ding träumt mich. Nein. Da ist dieser blöde Feuerball nicht so lang genug. Nee. Ja, bravo! Und ich drülle da vorbei. Juhu. Oh, Mann. Hoffentlich weiß es unsere Schwester zu würdigen. Oh nein, nicht das schon wieder. Nicht diese Scheiße. Ernsthaft? Ich versuch's natürlich nicht.
Aber seht doch mal, das sieht so... ich will nicht mitgehen. Das sieht so aus, als ob die diese Kristalle im Hintergrund sind, die... ja. Die Stachel, das sieht doch so aus. Also, das kann doch nicht an mir liegen. Okay. Immer will mich die Portal mitnehmen. Da will ich doch nicht. Puh. Super, dann wollen wir mal sehen. Okay. Nee. Oh ja, Dorn, sag mir mal, man hat einen Dorn hin. Okay, ich hätte es vergessen können. Na super, jetzt muss ich aufpassen. Oh, verdammt, ich rutsche auch noch weg, das ist ja das Grobe. Komm mir langsam mal an. Wo kommst du denn her? Nee, Vorsicht. Die Dinger sind wie Schmerzen. Ich trau mich gar nicht. So, Dinger tun weh. Das sind Kristalle, die will ich nicht haben. Ganz ruhig, Mädchen. Wir schaffen das. Irgendwie. Nur denk daran, fahr bloß nicht daneben, denn da unten sind spitze, tödliche Kristalle. Die möchtest du nicht in deine Sammlung haben. Aha. Also, heißbrecherisch ist die Sache schon, muss ich sagen. Aha. What? Ich will die haben. Wow, super. Verachten die lieber die Vorfahren oder was? Nee, da unten sind Schilder bedeutend tödlich. Sterben auf eigene Gefahr. Und jetzt kommt Kokosnussfilme. Oh. Gianna, ich hab in die andere Richtung okay? Oh! Eigentlich bin ich da rein. Ich hab wirklich nach rechts gedrückt und fühl. Was machst du da, du dumme Nuss? Boah. Mann, Mel, lass den Scheiß, ja? Also, das hätten sie wohl besser hinkriegen sollen, sorry. So. Ich dachte schon, jetzt kommen sie in meine Richtung. Ich meine übersehen. Uff, na endlich geschafft. Und wie oft bin ich tot gegangen? 43 Mal. Puh. Ging doch ganz gut. Die Kleine freut sich. Das ist ja ein Abenteuer, Leute. Holy shit. Nein, ich habe zwar kochende Quellen, na, das ist ja viel versprechen. Ich dachte eigentlich immer, okay, das liegt vielleicht daran, dass ich den Feuerball nicht kontrollieren kann, aber manchmal ist er wirklich scheiße. Da sag ich jetzt mal ganz arschig, der ist irgendwie abgefuckt.
Aber nichtsdestotrotz macht das Spaß, Leute. Tja, das war's von mir. Ich bin Furious280 und das war Gianna's Sisters Sucht the Twins. See ya!